aufstellen. Der Unfallmelder, der Wingman, hat eben über die eingebauten Sensoren, kann er einen Crash identifizieren. Der Wingman hat ein Modem drin, das heißt, mit dem Modem kann er eine Verbindung zum Internet aufbauen und hat eben einen GPS-Empfang. Das heißt, im Fall eines Unfalls, das heißt, ihr habt einen Umfaller, ihr fahrt gegen die Wand, ihr rutscht irgendwo hinweg, erkennt der Wingman diese Situation, sendet die aktuellen Standortpositionen zu unserem Dienstleister, der 24 Stunden, 7 Tage die Woche da ist, um zu überprüfen, ob was passiert, analysiert die Daten und wenn er feststellt, dass das ein Unfall ist, versucht er euch zu erreichen telefonisch. Wenn ihr das Telefon nicht dabei habt, weil ihr einfach nur Motorrad fahren wolltet, dann löst er die Rettungskette aus und schickt euch einen Krankenwagen, Hubschrauber, was auch immer ihr braucht. Selbstverständlich könnt ihr in der App den Unfallmelder abbrechen. Ihr werdet sehen, das blinkt alles ganz rot und hektisch. Und ihr werdet ja auch angerufen und könnt am Telefon dann auch sagen, hey, nee, ist alles in Ordnung, mir ist nur das Moped umgefallen, alles ist fein. Und damit seid ihr safe. Das Ding funktioniert komplett autonom, ihr braucht kein Handy, wenn ihr es dabei habt, ist es super.